Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video, in dem ich mal wieder etwas Lebenszeit gegen Wissen eintauschen möchte. Der IP-Adapter teilt. Das ist wieder ein Video aus der Reihe des IP-Adapter-Updates, jetzt in der Version 2. Und heute schauen wir uns mal den IP-Adapter teilt an. Der ist auch eine ganz feine Sache und am besten lässt es sich erklären, wenn wir einfach mal ein Default laden. Ich sag hier hinten mal als Dateinamen zum Speichern nehme ich mal den IPAV2 teilt. Wir setzen unseren Sampler schon mal auf die korrekten Werte. Ich nehme Fixed, ich nehme eine CFG von 6, DPM PP2M, Karas. So, hier vorne wähle ich ein Epic Realism aus und wir lassen den Prompt erstmal leer. Gut, hier unten nehme ich mir noch aus den Comfy Roles, wo sind sie? Wo seid ihr da? Einmal die Aspect Ratio und die können wir dann gleich anpassen, je nachdem welches Bild wir als Referenz nehmen. So, der IP-Adapter teilt. Hier ist er. Wir brauchen erstmal einen Unified Loader. Wir können natürlich auch bei Bedarf alles von Hand verbinden, aber ich bleibe mal beim Unified Loader. Ich nehme das Plus-Model. Wir verbinden das Model hier rein. Nehmen unser Model von hier unten. Das kennen wir schon aus den vorigen Videos. Schaut die auch gerne mal an, wenn ihr es noch nicht getan habt. Verbinden das Model in unseren Sampler. Ich gehe schon mal direkt mit der Weight ein wenig runter. Und dann brauchen wir natürlich noch ein Referenzbild. So, und hier nehme ich mal von Pexels das Boat on a Lake. Und wir sehen hier im IP-Adapter teilt schon, er hat noch zwei weitere Outputs. Die dienen uns als Referenz, und zwar die Tiles und die Masks. Und das meinte ich damit. Ich mache mal Preview Image und ein Mask Preview. Wenn ich das nämlich jetzt einmal laufen lasse, dann sehen wir ganz gut, was der IP-Adapter teilt macht. So, jetzt können wir hier unten auch mal eben kurz auf Landscape schalten. Ich nehme mal 4:3 Landscape, ist wahrscheinlich ein bisschen besser. Jawohl, so, der IP-Adapter teilt. Wenn wir die Prep Image for Clip Vision Node nehmen, können wir uns ja auswählen, ob wir den linken Bereich oder den rechten Bereich dieses Bildes haben wollen würden. Das können wir uns auch nochmal angucken, indem ich einmal Preview Image mache. So, jetzt haben wir uns hier den linken Bereich gepickt. Wir können natürlich auch den rechten Bereich picken. Und das übernimmt für uns der IP-Adapter teilt. Und das sehen wir hier oben schon ganz gut. So, ich mache mal ein bisschen Platz. Wir sehen, dass das Bild, welches hier im Landscape-Format ist, schon mal auf zwei Bilder aufgeteilt wurde. Und wir erhalten gleichzeitig auch die passenden Masken dafür. Das heißt, einmal diese Maske für die linke Seite und einmal diese Maske für die rechte Seite. Und jetzt kümmert sich der IP-Adapter teilt darum, dass die Beschreibungen auf die jeweiligen Bildbereiche angewendet werden, die er auch aus den jeweiligen Bildbereichen kriegt, also links im Bild oder rechts im Bild. Und das ist so die Stärke des IP-Adapter teils. Ja, wir kriegen wieder sehr ähnliche Bilder. Und natürlich können wir dann auch, was wir mit den anderen IP-Adaptern auch können, hier alles Mögliche einstellen. Zum Prompting und so haben wir gleich noch andere Beispiele. Das Ganze geht auch, wenn wir sagen, wir wollen einmal die Mona Lisa laden. Und wir nehmen hier unten jetzt ein 4:3 Porträt für Stable Diffusion 1.5. 3:4, Entschuldigung. So. Das lassen wir jetzt auch mal laden. Hier oben sehen wir auch schon wieder, dass wir die Beschreibungen oder das Bild getrennt kriegen und dafür dann auch einzelne Beschreibungen, die wieder auf die maskierten Bereiche angewendet werden. Wir nehmen mal einen anderen Seed. Wir schauen mal. Ja, ein sehr ähnliches Bild. Wenn ich jetzt mal auf die Mona Lisa Crop wechsle und das mal laufen lasse, jetzt gehen wir hier unten auch mal wieder auf 1:1. So. Dann sehen wir auch noch einen Vorteil, und zwar dieses Bild hier, das Originalbild, ich mache das mal auf, ist 2000 mal 2000 Pixel groß. Und das teilt uns der IP-Adapter teilt auch auf in vier Bilder. Wir sehen es hier, kann auch nochmal so reingehen und wir sehen die vier Abschnitte. Ein bisschen problematisch ist es dann natürlich, wenn man so einen Abschnitt hier hat, wo wenig Beschreibung vorhanden ist. Und das Ganze können wir ein bisschen pushen, indem wir noch einen IP-Adapter dahinter hängen. So, ich nehme jetzt einfach mal das Model von hier vorne. Ich will auch mein Plus-Model haben hier, der IP-Adapter Plus-Model. Deswegen nehme ich den IP-Adapter auch nach vorne. Ich mache hier einmal Prep Image for Clip Vision.
weil an der Stelle brauchen wir es. Jetzt brauchen wir ja wieder, weil wir ein 1:1 Verhältnis im Bild haben, brauchen wir wieder, also brauchen wir es jetzt nicht mehr teilen oder sowas. Ich mache trotzdem ein Prep Vision. Können hier ruhig ein bisschen Sharpness drauf geben und wir connecten das Model mal hier runter. Und wir nehmen die Stärke hier runter von unserem IP Adapter Advanced und lassen das Ganze nochmal laufen. Was wir jetzt nämlich noch zusätzlich erhalten, ist eine Beschreibung des Gesamtbildes, während hier die einzelnen Subbereiche beschrieben werden. Man kann hier auch sehr schön sehen, wir hatten ein 2000 mal 2000 großes Bild. Das wurde in Bereiche verkleinert, die 512 mal 512 sind. Und in diesen 512 mal 512 Bereichen haben wir kleine Bilder, die nur noch 256 mal 256 in der Größe betragen. Und wir haben gesehen, die ganze Komposition ist dadurch etwas stabiler geworden, dadurch, dass wir hier noch einen zweiten IPA dahinter gehängt haben. Natürlich können wir auch hier alles machen, was wir mit den anderen machen können, wie zum Beispiel IP-Adapter, ich suche die Noise, wo bist du? Da ist die IP-Adapter Noise. Wir können hier noch eine leichte Noise mit hinzufügen, ich nehme mal Gaussian. Na, so hängen die ins Image Negative rein, lassen das Ganze nochmal laufen und kriegen ein etwas geschärftes und, ja, ich sage mal gerne stabileres Bild an der Stelle. Falls ihr euch übrigens fragt, warum ich hier extra nochmal ein Prep-Image dazwischen gehängt habe, natürlich, der IP-Adapter kümmert sich auch um das Rescaling, also um von 2000 mal 2000 auf 224 mal 224 runter zu skalieren. Aber durch das Prep-Image for Clip Vision können wir hier noch die Interpolation auswählen. Langzos ist der beste und wir können natürlich noch ein Sharpening drauflegen. Das passiert dann hier drin nicht out of the box. Deswegen kann man diese Note dann noch sehr gerne dazwischen hängen. So. Wir fangen mal an mit dem Prompting. So, ich mache mal ein paar Sicherheitsbegriffe hier rein, damit auch nichts schief geht. Und ich hätte gerne a zombie woman standing in front of a graffiti wall. So, das Ganze lassen wir einmal laufen. Und da tut sich nicht viel. Ja, so ein bisschen. Zombie scheint ein bisschen zu triggern jetzt auch. Aber es tut sich jetzt nicht so viel. Natürlich können wir hier alles Mögliche auch weiter einschalten oder umschalten. Wir können hier auch wieder Reverse in Out sagen. Gucken, was dabei passiert. Ja, ändert sich nicht viel. Wir können es auch hier versuchen. Da wird es schon wieder sehr vom Model getrieben, wie man sieht. Ich möchte eigentlich nur zeigen, dass wir natürlich auch weiterhin hier, wie wir wollen, mit den Weight Types hantieren können. Aber worauf ich hinaus will, ist, wir haben ja auch weiterhin, auch wenn wir hier Masken generiert kriegen vom IP Adapter teilt, haben wir weiterhin die Möglichkeit, unsere eigenen Attention Masks hier zu benutzen. Und wenn ich das jetzt mal im Maskeneditor bearbeite und sage, ich möchte nur mal hier den Bereich der Dame haben, unserer Mona Lisa, dann schmiere ich mir hier eine Maske mal schnell drüber, sage Save to Note. Nehme einen Mask Blur dazwischen. Ist immer ratsam, Mask Blur zu nehmen, damit es alles ein bisschen weicher wird. Und diesen Mask Blur hängen wir mal in unsere Attention Mask rein und schauen mal, was dann passiert. Die Weight Types habe ich zurückgedreht, damit wir ein bisschen mehr Spiel haben. So, und jetzt kriegen wir schon mehr. Unsere Beschreibung der Mona Lisa in der Mitte und die Graffiti Wall im Hintergrund. Und was ganz cool zu beobachten ist, ist, dass sich die Masken von unserem IP-Adapter teilt, die erstellten Masken, auch gleichzeitig mit der Attention Mask arrangieren. Das kann man hier sehr schön sehen. Das heißt, wir kriegen jetzt hier auch wieder Teilbeschreibungen aus den jeweiligen Bereichen, aber wir kriegen hier durch unseren zweiten IP-Adapter Advanced auch nochmal eine generelle globale Beschreibung des Bildes. So, ich gucke nochmal eben rum. Vielleicht können wir da noch ein bisschen die Farben pushen. Das sieht ganz gut aus. Und jetzt können wir auch hier rumspielen, was passiert, wenn wir mal ein bisschen die Noise aus unserem Ursprungsbild verwenden. Mal gucken, was er daraus macht, ob das besser wird. Nee, ist ein bisschen schlechter. So generische Noise scheint da besser zu funktionieren. Gehen wir wieder auf das Bild zurück und schauen mal weiter. Der IPA Tiled eignet sich nämlich auch wunderbar dafür,
ein bisschen Stabilität ins Upscaling zu kriegen. Und dafür machen wir mal Folgendes. Ich nehme mal eine Resize Node und sage mal, wir wollen unser Bild auf 1000, wo ist mein Cursor? Da, 1024 Pixel vergrößern. Wir nehmen einen zweiten Sampler dazu. Nein, das mache ich anders. So, damit die Verbindungen bleiben. Wir wollen das Prompting haben. Wir wollen eine VAEN-Code hier haben. Dafür brauchen wir einmal die VAE hier vorne. Ich mache mir mal eben eine Reroute hier hin, weil die werden wir, glaube ich, nochmal brauchen. So, schieben das da rein. Und sagen, wir möchten eine Denoise von 0,5 haben. Jetzt nehmen wir uns auch nochmal die VAE-Decode. Und deswegen habe ich mir hier eine Reroute hingepackt. So. Wir können jetzt einen zweiten IP-Adapter Tiled nehmen und sagen, wir möchten da das Ursprungsmodell reinhängen. Ich nehme weiterhin unseren IP-Adapter von hier vorne. Als Referenzbild hätte ich aber gerne unser generiertes Bild von hier unten. Dann möchte ich die Stärke auf 1 haben. Huch, so 1. Und das Ganze schicken wir ins Modell rein von unserem Sampler. Parallel dazu, halt bevor ich kopiere, wir sollten zum Upscaling noch einen anderen Seed verwenden. Nehmen wir mal 6. Jetzt kann ich mir das einmal kopieren. Und der Unterschied hier unten wird sein, dass wir einmal das normale Model zum Upscaling hier verwenden. Und zum Vergleichen der Ergebnisse nehmen wir mal einen Image Comparer aus der RG3 Node Collection. Ups. So und so. Machen das Ganze mal ein bisschen größer und lassen es mal laufen. So. Erst durch. Und wir können jetzt sehen, das ist die Variante, die wir durch ein IPA gekriegt haben. Und das hier ist die Variante, die wir durch das, ich sag mal, normale Upscaling erhalten haben. Und wenn wir uns jetzt mal das Referenzbild dazu nehmen, das war dieses hier, ich mache das mal ein bisschen kleiner, dann sehen wir eigentlich ganz gut, dass das Upscaling hier, klar, wir haben Änderungen im Bild, aber das Upscaling hat sich wesentlich mehr an unserem Input-Bild orientiert, als das, was uns das Modell nachher im Upscaling nochmal ausgespuckt hat. Ja, und das ist der IPA Tiled. Ich hoffe, es ist klar geworden, was er kann. Also hauptsächlich splittet er uns Bilder, die nicht im 1:1 Format sind, in x Bereiche auf. Er stellt die Masken dafür und ist dann in der Lage, pro Maskenanteil auch die Beschreibung aus diesem Bildsegment, ich nenne es mal so, zu liefern. Wir können dann noch für eine globale Beschreibung einen IPA dahinter hängen und im Prinzip lässt er sich auch ganz gut verwenden, um ein Upscaling danach zu machen. Je nachdem, wie man es braucht oder gerne hätte. Vor allem dann, wenn das Output-Bild hier ein Porträt oder so ist. Wir lassen das nochmal mit im Porträt-Modus durchlaufen. Was haben wir gekriegt? Das hier ist unser Ausgangsbild. Auch hier sehen wir wieder die Graffiti-Wall. Wir sehen den Stil der Mona Lisa hier vorne und jetzt kommt halt auch der IPA teilt hier oben wieder ins Spiel, weil er uns dieses Bild in zwei Bereiche croppt und dann hochskaliert. Und auch hier ist der Effekt erkennbar. Hier haben wir noch mehr Mona Lisa Anteil drin, während hier das Model sehr stark reingehauen hat, auch im Hintergrund. Die groben Formen sind auch in der neuen Variante oder beziehungsweise in der Model Variante, ich nenne es mal so, noch erhalten. Allerdings vom Originalbild haben wir den Stil wesentlich besser in dieser Variante hier übernommen als in dieser Variante. Ja, so. Mal gucken, was das nächste Video wird. Ich weiß, es ist schon wieder ein neues Feature auf dem Weg. Vielleicht cover ich das. Ansonsten schauen wir uns im nächsten IPA-Video wahrscheinlich den Batched an. Ich glaube, da gibt es auch nicht so viel zu erzählen, aber der Vollständigkeit halber. Ich hoffe, wir sehen uns da wieder. Bis dahin viel Spaß beim Rumprobieren mit dem IPA Tiled. Wir sehen uns, macht es gut und tschüss.